Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin aktuell sehr regelmäßig. Ich bin ziemlich stolz auf mich. Aber es gibt hier auch einfach so viel zu filmen. Ich war heute früh schon spazieren. Wir sind hier in diesem Ort Kaimari. Ellie und ich waren spazieren und es war total schön. Ich werde euch die Szenen mal einblenden. Übrigens, ihr seht es wahrscheinlich hier oben oder hier oben Werbung stehen. Das bedeutet, dass in dem Video ganz kurz eine Werbung vorkommt, also ein gesponserter Teil, der dauert ca. eine Minute lang. Nur falls ihr euch wundert, ich muss das quasi über das ganze Video hinweg stehen haben, selbst wenn die Werbeunterbrechung nur ganz kurz ist. Ja, ich zeige euch mal unseren Morgen, der war total schön. Saw you paint a picture of a face, a face that wasn't even close to mine. I know I shouldn't be in love, but it's so hard to move on. You haven't changed, you stayed the same. I'd still love you anyway. I'd give you the world like I promised I would. Ja, ich habe gefrühstückt, habe ein bisschen Nachrichten geschaut. Zu dem Thema ganz kurz was, weil ich das in meinen letzten zwei Videos nicht angesprochen habe, weil die schon viel älter waren. Also die wurden schon gefilmt vor ein paar Wochen. Ich habe eine Umfrage gemacht auf Instagram und viele von euch meinten, dass ihr lieber Ablenkung sehen wollt bei mir, dass ihr euch über das aktuelle Weltgeschehen in den Nachrichten informieren wollt und eh schon so down seid und dann quasi nicht auf Social Media, YouTube, Instagram und Co. noch was zu dem Thema sehen wollt, was ich absolut verstehen kann. Ich glaube, ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits finde ich es auch total, man kann es einfach nicht ignorieren, weil es mich extrem psychisch auch belastet und natürlich viele Menschen psychisch belastet und aktuell unseren Alltag irgendwie bestimmt. Aber andererseits finde ich das total sinnvoll, einfach zu sagen, hey, das ist nicht der richtige Ort dafür. Und deswegen ist es hoffentlich für euch okay, wenn ich dieses Thema hier nicht thematisiere, damit es einfach niemanden zu sehr belastet. Ich lasse mir gerade ein Badewasser ein. Es ist zwar Freitag und ich sollte eigentlich arbeiten, aber ich habe die ganze Woche so viel gearbeitet und ich möchte irgendwie den Tag ein bisschen anders angehen. Ich werde jetzt mal ein Badewasser einlassen, Gesichtsmaske machen, eine Fußmaske habe ich mir sogar gekauft. Ich möchte einfach so ein bisschen so einen slow morning haben. Vielleicht werde ich auch meditieren und dann gibt es schon was zu arbeiten. Davon werde ich euch dann auch ein bisschen was zeigen. Ich habe so ein paar Stoffswatches bekommen für neue Produkte. Aber ja, das kommt dann später. Jetzt erstmal muss ich schauen, dass die Badewanne nicht übergeht. Mein Kooperationspartner Jungglück hat in Zusammenarbeit mit Hanna Hofinger die Antioxidantienmaske rausgebracht. Die werde ich euch heute vorstellen. Ich habe auch einen Gutscheincode für euch, den blende ich euch hier ein. Und der ist auch nochmal unten in der Infobox verlinkt. Jetzt zeige ich euch mal, wie ich die Maske auftrage und was so meine Einschätzung ist. So, das ist die Badewanne. Ich glaube, man sieht es eh in der Kamera. Sie ist mini klein. Aber ich freue mich einfach trotzdem voll. Ich habe jetzt einfach nur Duschgel reingegeben, weil ich einfach keine Badesalze oder so da habe. Werde aber noch ein bisschen Mandelöl von Jungglück reingeben, weil das ist ganz pflegend. Ich liebe das auf meinem Körper. So, ich bin frisch gebadet und werde jetzt meine Maske auftragen. Meine Haut spannt schon, die freut sich schon auf ein bisschen Pflege. Und ich habe hier die neue Jungglück-Maske von Hanna Hofinger. Das ist gemeinsam mit ihr entstanden. Sie ist eine Bloggerin aus Österreich. Und zwar ist es die Antioxidantienmaske. Passt voll gut zu Hanna, weil die ist auch so ein Sonnenmensch und die Maske ist ganz gelb. Antioxidantien sind super wichtig. Ich trage jeden Tag Vitamin C auf, also ein Serum, und finde es einfach total wichtig und merke auch, dass meine Haut das total liebt. Also das Vitamin C Serum macht meine Haut total weich. Deswegen bin ich jetzt gespannt auf die Maske. Ich verwende sie zum ersten Mal und werde euch dann sagen, wie es so war. Habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen, so eine gelbe Maske. So, es sind in etwa 15 Minuten vergangen und ich werde jetzt mal die Maske abwaschen.
Meine Haut fühlt sich auf jeden Fall sehr frisch an. Angeblich hat man durch diese Maske, weil das dann natürlich Antioxidantien sind, einen sehr schönen Glow danach. Also ich bin gespannt. Ich trage jetzt noch Sonnenschutz auf und werde mir dann die Haare föhnen, schminken und mich endlich für den Tag vorbereiten, weil es steht noch was ganz Aufregendes an, was ich euch dann erzählen werde. So, ich habe die Haare geföhnt, ich habe sie auch eingedreht und so nach hinten gesteckt. Das schaut jetzt nicht so schön aus, aber es ist, ich mache so immer Locken, also so almost heatless waves, weil geföhnt habe ich sie schon. Ich wollte euch ein Hautupdate geben. Ich habe mich jetzt noch nicht geschminkt. Ich bin so am Überlegen, ob ich mich überhaupt schminken soll, weil die Haut glänzt wirklich super schön und hat einfach einen sehr schönen Teint. Denke aber, ich werde mich schon schminken, weil ich habe ein Instagram Live heute Nachmittag mit Estée Lalonde von Mirror Water. Und ich meine, Estée Lalonde, muss ich das überhaupt noch erklären? Ich habe es, glaube ich, in meinem vorletzten Vlog kurz mal so angekündigt, dass da was kommen wird mit jemandem, dem ich schon sehr lange folge. Und sie war einfach jahrelang ein Idol von mir. Und ja, ich glaube, die Nervosität wird dann erst so kurz davor einsetzen. Aber ich freue mich schon einfach unglaublich, mit ihr sprechen zu können. Das Interview ist anlässlich ihrer Founder Friday Serie. Und sie wird mich interviewen, aber wir werden auch einfach darüber sprechen, wie das so ist als Gründerin und welche Hürden man so hat. Und ich glaube, dass wir beide so ziemlich ähnlich sind in dem, was unsere Vergangenheit angeht. Also sie ist YouTuberin, ich bin YouTuberin, aber auch das Business ist halt, es ist zwar Beauty und Soulable Fashion, aber es ist trotzdem so, dass sie halt auch am Anfang steht und alles irgendwie selbst macht und versucht so, und sie hat auch ihr eigenes Geld investiert. Also wir sind von dem her auch sehr ähnlich und ich bin einfach sehr gespannt auf das Gespräch und den Austausch mit ihr. Zum Mittagessen gibt es einen bunten Salat und ein paar Oliven, eine Karotte, Hummus und ein Brot. Wobei, das ist riesengroß, mal schauen. Ein bisschen schwieriger als die rechten Maschen, aber wenn man einmal den Dreh raus hat, geht es auch super schnell. Geblockt habe. Heute ist so ein richtiger Lazy Day und irgendwie habe ich das schon, brauche ich das schon ewig. Wir arbeiten zwar, aber es ist so trotzdem irgendwie so Wochenendstimmung und es regnet draußen und es ist irgendwie ganz cozy hier drinnen. Scott und Ellie sind gerade spazieren, schon seit einer Stunde. Ich hoffe, die kommen nicht total nass nach Hause. Wahrscheinlich schon. Und ich arbeite an dem Circular Tea, das haben wir nämlich gelauncht vor kurzem. Wenn ihr das Video hier seht, dann war das ungefähr eine Woche her. Übrigens, seht ihr den Glow? Ich habe immer noch so einen Glow. Sehr schön. Wir haben da so eine Testgruppe in der Slow Label Collective. Falls du das noch nicht kennst, das ist so unsere Community. Wir nutzen da so eine Plattform, die heißt Circle, wo wir uns mit anderen Leuten austauschen. Da geht es nicht wirklich um das Slow Label. Das ist hauptsächlich eine Gruppe für Leute, denen Sustainability wichtig ist und Mindfulness. Und wir haben da verschiedene Channels, wo man chatten kann und wo man, ist quasi wie so ein Forum für Leute, die Nachhaltigkeit wichtig finden und sich da gerne austauschen wollen mit anderen. Und ein Teil davon ist halt eben Slow Label und so ein paar Sneak Peeks und Exclusive Sachen. Und da haben wir aufgerufen, dass wir noch 30 Leuten suchen, die das Circular Tea testen wollen. Das heißt, sie können uns quasi mieten für 3 Monate, müssen es dann wieder zurückschicken und wir testen somit nicht nur den Schnitt und Passform und wie sich es wäscht und wie die Qualität ist, sondern hauptsächlich auch diesen Rücksendeverlauf. Wir haben ja da so ein Programm, unser Take-Back-Programm, das wir aktuell testen, wo wir die T-Shirts dann nach egal welcher Zeit wieder zurücknehmen. Man bekommt dafür dann einen 5-Euro-Gutschein als Dankeschön und es werden auch die Rücksendekosten übernommen und wir verkaufen dann diese T-Shirts wieder neu auf unserer Webseite. Ist total spannend, ist unglaublich kompliziert. Die Materie ist viel komplizierter, als man sich irgendwie vorstellen kann und ich arbeite schon seit einem Jahr dran und jedenfalls bin ich gerade dabei, da hinten in meiner Workstation, all den Mitgliedern dieses Trials eine E-Mail zu schicken mit Infos, ihren Gutscheincode ihnen zu schicken für das T-Shirt und Fragen zu beantworten und so weiter.
Dauert auch schon irgendwie 3 Tage, da diese Liste zu führen, mit den Leuten zu chatten, die Dinge auszumachen. Aber jetzt bin ich fast fertig und dann werde ich noch mein Video fertig bearbeiten. Also heute habe ich nicht so viel für euch, aber morgen werden wir eine Fotografin, Content Creatorin hier auf der Insel besuchen und wir werden bei ihr grillen. Sie ist nämlich hierher gezogen. Sie ist aus den Cayman Islands. Wie sagt man das auf Deutsch? No idea. Fällt mir gerade nicht ein. Aber ja, wir werden sie besuchen und freue mich schon sehr drauf. Sie war letztens bei uns und wir haben Abend gegessen. Es war so nett mit ihr und wir hatten irgendwie so das Gefühl, wie wir nach Mallorca gekommen sind, dass wir sicher voll viele Leute kennenlernen werden. Aber dem war irgendwie bis jetzt noch gar nicht so. Also ich muss auch sagen, wir haben auch einfach viel zu viel gearbeitet seither. Wir hätten uns wirklich so einen Monat freinehmen müssen und das so richtig einplanen müssen. Aber haben wir nicht gemacht und jetzt kommen wir halt schwer unter Leute. Das Gott ist halt ab und zu mal klettern. Er war gestern auch klettern und trifft da immer wieder mal Leute. Und ja, ich wollte eigentlich so einen Keramikkurs machen. Das war dann unmöglich, das zu buchen. Die Spanier sind da irgendwie sehr locker mit Terminen und es hat leider nach drei Versuchen nicht geklappt. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch. Mal schauen. Aber ja, ist echt nicht so leicht, Leute hier kennenzulernen. Aber ich freue mich deswegen umso mehr eben auf morgen und ich nehme euch da auch mit und zeige euch ihr wunderschönes Haus. Sie hat ein so, so schönes Haus. Ihr könnt sie auch auf Instagram folgen. Sie macht tolle Stories, sehr beruhigende Stories über Mallorca. Ihr Name ist Anne. Ich werde euch ihren Instagram-Account unten verlinken. Was ist da los? Es waren ständig Motorräder vorbei und das ganze Haus vibriert. Ich habe übrigens vorhin so eine Zucchini-Cremesuppe gemacht. Wir haben leider kein Wasser mehr. Hier in Mallorca kann man, oder zumindest in diesen alten Häusern, kann man das Leitungswasser leider nicht trinken. Und ich habe so unser letztes Wasser für die Suppe verwendet. Das müssen wir schnell einkaufen fahren. Und die Suppe ist richtig flüssig, aber schmeckt mega gut. Zucchini-Suppe ist so leicht. Man muss wirklich nur Zwiebel, Knoblauch, Zucchini anbraten, Suppenwürfel rein, Wasser aufkochen lassen, bisschen Sojakusin pürieren, fertig. Und ich habe Kichererbsen gefunden hier in Mallorca bei Müller von Alnatura, so deutsch. Mallorca ist sehr deutsch. Und habe mir die in die Suppe gegeben und es schmeckt so gut. Okay, eine Sekunde später habe ich gerade auf die Verpackung geschaut. Sie sind nicht vegan. Es ist Magermilchpulver drin. Ich habe irgendwie einmal beim Alnatura in Deutschland vegane Backerbsen gefunden und seither habe ich dieses Thema irgendwie total ignoriert, dass da ja oft Milchpulver drin ist. Ich habe es nicht geschmeckt. Bin ich gestorben? Nein. Finde ich es cool? Nein. Aber ich bin auch gar nicht mehr so streng. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr vegan seid und falls ihr vegan seid und schon lange vegan seid, seid ihr immer noch sehr streng oder hat sich das bei euch irgendwie verändert? Wäre voll spannend, das mal zu hören. Ich bin vor circa 7 Jahren, glaube ich, vegan geworden. Kann mich gar nicht mehr erinnern. Und war jahrelang total streng, übrigens, unsere Wäsche da hinten, war jahrelang total streng und habe wirklich sehr darauf geachtet, was ich esse. Und habe dann irgendwie vor ein paar Jahren, Honig habe ich immer so ein bisschen gegessen, also Bio-Honig, den ich selbst gekauft habe. Und habe dann vor ein paar Jahren irgendwie gemerkt, dass ich dann doch irgendwie zum Beispiel Eier sehr vermisse. Und habe dann wieder begonnen, Bio-Eier zu kaufen und zu essen. Was mir persönlich, für mich ist es okay. Ich weiß, manche Veganer können das gar nicht. Ich zeige es auch nicht wirklich hier online. Ich promote es nicht, weil ich finde es eigentlich, ich möchte es nicht encouragen. Ja, aber ich persönlich habe das halt für mich entschlossen. Ich möchte auch kein Drama starten, deswegen teile ich es einfach oft nicht. Aber ja, ich habe das für mich irgendwie entschlossen. Milch, auf das habe ich gar keinen Bock und es schmeckt mir auch nicht. Ich habe in Kopenhagen so eine Zimtschnecke probiert vom Scott, wo ganz viel Butter drin war und ich fand den Geschmack halt total intensiv und schlecht. Aber manchmal bin ich schon so in einer Situation, zum Beispiel hier auf Mallorca, wo du etwas bekommst, wo zum Beispiel Käse drauf ist. Oder wir waren zum Beispiel in Italien, wie wir da in Verona stehen geblieben sind, am Weg nach Mallorca, sind wir ewig lang mit Auto und Fähre gefahren, waren wir in einem italienischen Restaurant essen, wo der Kellner überhaupt kein Deutsch oder Englisch oder Spanisch konnte. Wir haben halt mit ihm versucht, Italienisch irgendwie zu sprechen, was ich ja nicht sprechen kann. Ich habe 1000-mal gesagt, kein Käse, kein Käse. Und dann kommen halt diese Nudeln mit einem Parmesan drauf. Und
mir war es so richtig übel. Ich konnte das nicht essen. Ich habe dann halt irgendwie beiseite geschoben. Aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ich finde es halt auch total respektlos, wenn du halt in einem anderen Land bist, wo du ein Essen bekommst, das jemand zubereitet hat und sich bemüht hat, das zu machen. Oder wenn du halt wo bist, wo ein gewisses Lebensmittel oder ein gewisses Produkt ganz bekannt ist und du irgendwie in einer Situation bist, zum Beispiel hier waren wir bei einem Wine-Tasting, wo ein sehr traditioneller Käse irgendwie mit dabei war und den hat halt das Gott gegessen und ich wollte den auf keinen Fall essen, aber ich habe mir dann schon irgendwie gedacht, naja, stimmt, eigentlich sind so Traditionen mit Essen oft verbunden und ein Land lernt man oft kennen, indem man das Essen, das dort halt bekannt und beliebt ist, auch probiert. Zum Beispiel Tortilla de Patata kann ich nur essen, weil ich, Tortilla, das habe ich gerade so deutsch gesagt, kann ich nur essen, weil ich Eier wieder esse. Aber andere Speisen zum Beispiel könnte ich nicht probieren. Und ja, irgendwie finde ich ein total spannendes Thema, so dieses, wie streng ist man und wie vegan ist man. Bei mir ist halt das Problem nicht, dass ich es prinzipiell nicht möchte, das natürlich auch, vielleicht nicht mehr so extrem wie früher, aber bei mir ist das hauptsächliche Problem, dass mir halt übel wird davon, weil ich jahrelang keine Milchprodukte gegessen habe. Aber ja, spannendes Thema, vielleicht habt ihr ja auch eine Meinung dazu, könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Happy Sunday, wir haben den ganzen Vormittag gearbeitet, weil heute der Launch vom Circular Tea ist und von unseren neuen Taschen, ich zeige euch mal die Shopping Bags. Wir haben die gerade gepackt, weil wir jetzt gleich grillen fahren zu einer Freundin und genau, das ist die Shopping Bag. Die habe ich irgendwie aktuell jeden Tag dabei, weil die halt sehr groß ist. Sie ist extrem stabil, ihr seht ja die Verarbeitung und da passt einfach viel rein, ob Einkauf oder einfach nur so Sachen. Wir haben jetzt hier drinnen einen Rosé und Chips und Sonnencreme. Genau, die ist super toll. Und ich zeige euch mal ganz kurz mein Outfit. Ich trage das Circular Tee natürlich. Scott trägt es in gestreift, zeige ich euch dann später noch. Und die Cotton Rib Pants, die habe ich mir zuerst in Small bestellt und dann habe ich gemerkt, dass sie mir in Small einfach zu groß ist, weil ich mag es einfach gern anliegender. Deswegen trage ich jetzt XS. Vielleicht ändern wir da den Schnitt noch, wenn nicht, einfach nur ein Tipp, eher eine Größe kleiner nehmen. Dazu trage ich dann noch, dazu habe ich dann noch einen Turtleneck mit dabei, der ist schon älter. Und meine neue grüne Jacke. Und die Raffia-Bag.